Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ravenfall. Ja, wir sind bereits in Folge 65 und als ich letztes Mal gemacht habe, ist er mir einfach in den Berg runtergerollt. So, nee, wir müssen die kleine Ecke hier noch eben machen. Dann sind wir mit dem Pferd hier in dem Sinne schon durch. Wir müssen das Ganze eben dann abtanken und dann können wir mit dem Kleinen hier schon wieder den Berg runter sozusagen. Genauso wie wir mit dem Traktor den Berg runter müssen, um das Gewicht und den Grubber zu holen. Und dann müssen wir eine Runde kalken, weil sonst können wir nämlich ohne das Gewicht ist hier nichts mit Kalk. So simpel ist es. So, das hier ist noch einmal. Und da vorne steht jetzt noch ein kleiner Krümel. Da gucke ich natürlich, ob ich den jetzt nicht auch irgendwie überzeugen kann, dass er mitkommt. Das sieht gut aus. So. Jetzt fahre ich eben hier rüber, tanke ihn leer und dann fahren wir ihn mal gleich nach unten. Und dann werden wir sehen müssen, dass wir den Kollegen da mal rankriegen, dass er hier kalt. Obwohl, wir können das auch anders machen. Wir können auch erst das Gewicht und den Grubber holen. In der Zeit kann er hier nämlich abtanken. Fällt mir gerade mal so auf. Ging hier vorne nicht irgendwo eine Straße rein. Ja, da. Da komme ich doch nach unten. Das ist ziemlich die schnellste Variante, sogar nach unten zu kommen, wenn ich mich nicht täusche. Hier sollte ich nur nicht versuchen, mit der breiten Seemaschine durchzufahren. Das wird nichts. So. Was läuft? Der Hof ist dicht dran, ne? Wenn der Höhenunterschied nicht mehr. Aber so sieht es halt aus. Wenn man ein bisschen in den Bergen arbeitet. So, hier schön rum. Jetzt stellen wir den Spaß hier nämlich einfach mal ab. Das komplette Frontmodul und dann gibt es Gewicht und den 4 Meter Grubber. Und dann haben wir eigentlich schon alles oben, um das gute Stück neu zu bedienen, außer ein Steuer. So sieht das Ganze aus. So. Das ganze Ding ab, wunderprächtig. Ja, komm her. Bisschen Bogen hin. Das gute Stück wollen wir mitnehmen. Das gute Stück hier wollen wir mitnehmen. Und dann wollen wir wieder hoch. So simpel ist es. Dann können wir den Grubber dann nämlich schon mal hinstellen. Und dann kann es losgehen. Ja, was wir noch brauchen oder noch mal nachgucken müssten auf jeden Fall dann ist auf jeden Fall nach einem zweiten Streudünger oder sowas. Die sind glaube ich relativ günstig zu kriegen. Und irgendwann müssen wir diese Verkaufsstellen noch mal nach oben bringen dann. Ne? Das kommt auch noch dazu. Aber dafür braucht man ja nur ein bisschen Seitenstreifen, der uns gehört, das ist es ja schon, dann sollte das schon funktionieren. Ne? So, hier sind wir schon angekommen, scharf um die Kurve. Oh, okay, ein bisschen geländegängig hier. Wir werden mal den Seitenstreifen vom Nachbarn hier ein bisschen mit benutzen. Soll ja bald eh unser werden. So. Da haben wir ihn da gelassen und jetzt geht es um den Part hier. Wow, okay. Ja, es ist diese Wulst, die hier ist, die ihr gerade merkt.
Und ich bin von der falschen Seite rangefahren. Ich bin Spoil. Ich hatte ihn so rum abgestellt. Naja, aber das sieht man bei Weiß nicht unbedingt so. So, und dann müssen wir da hinten anfangen. Aber dafür müssen wir natürlich erst den Drescher-Partner das aus dem Weg haben. Das sollten wir aber hinkriegen. Hier müsste man eigentlich relativ großzügig das Ganze machen können. Wenn wir ihn hier gerade ansetzen können, und ich mache die Überlappung so, dann macht er die Ecke vielleicht fast mit. Wir probieren es einfach mal. Ich mache meinen Helfer an. Ja, der arbeitet auf jeden Fall. Dann sehe ich zu, dass ich den Kollegen hier runterkriege. Dafür lasse ich ihn einmal hier durchfahren, gestehe ich zu. Stelle ihn hier schön auf den Seitenstreifen ab. So, und den anderen Kollegen hier, da mache ich genau das gleiche mit. Und da gucken wir nämlich jetzt, ob wir das gute Zeug nicht auch verkaufen können. Er ist natürlich nicht von der Geschwindigkeit her der optimale Traktor zum Verkaufen. Das gestehen wir zu, aber warum nicht, ne? Ja, er wendet beim Nachbarn, das ist auch schön. Gucken, wenn das hier so einen schönen Streifen macht. Ich glaube, da vorne müssen wir einmal nachbessern. Der steht hier, weiß ich nicht wo, das macht mir aber auch nichts. Wir gucken nämlich jetzt nach dem Preis. So, Hafer haben wir hier. Ist immer noch am Steigen beim Restaurant. Wir müssen uns jetzt aber nicht von irritieren lassen. Orientieren lassen ist auch witzig. Ja, wir werden uns nicht von irritieren lassen. Das funktioniert ja zum Glück relativ gut, weil das ist gleich beim Shop und wir haben ja festgestellt, dass wir hier relativ schnell Richtung Shop kommen. Mit dem Traktor ist nicht ganz so schnell, aber das kriegen wir auch noch irgendwann korrigiert. Vor allem können wir den Joshkin-Anhänger hier oben auch gleich wieder hinstellen am Feldrand. Weil wir haben ja unten den zweiten Hänger, mit dem wir arbeiten können. Das heißt, wir brauchen den unten gar nicht. Das ist das Gute daran. Das heißt, wir können die Sachen dann auch mit dem anderen Hänger erledigen. Also eine Sache haben wir dann schon mal doppelt, genau wie auch den Grubber. Das ist schon mal cool. Das heißt, wir brauchen den Kalker nicht unbedingt doppelt, weil so oft müssen wir ja nicht kalken, aber ein Streudünger wäre gut. Ja, und natürlich in längerer Sicht, wenn wir hier irgendwann mal die anderen Felder dazu kaufen, würde es natürlich auch mördermäßig Sinn machen, einen Drescher zu haben. Ne? Ja, Tank ist leer. Das ist eine andere Geschichte. Und natürlich würde es Sinn machen, oben die Verkaufsstation zu haben. Die kosten auch kein Vermögen, das ist also alles nach und nach machbar. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal sehen, dass wir den Spaß verkaufen. Wir kriegen jetzt fast 1800 für fast 15.000. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da beides nur fast ist, sind es irgendwie so knapp über 25.000, die wir jetzt auf jeden Fall hier mit einnehmen werden. Das ist schon mal gut, weil damit ist das Feld auch schon wieder um 25.000 billiger geworden, weil wir die Frucht umsonst gekriegt haben. Das finde ich schon mal gut. Aber ihr seht selber, es sind fast 15.000 Hafer runtergekommen. Und das komplett ohne Düngen, ohne Kalken, ohne alles. Das heißt, das sind glaube ich 70% oder 80% Bonus, die noch oben drauf kommen würden. Das heißt also, von der Kalkulation oder von der Idee her müsste das Gute hier locker 25.000 allein an Hafer einbringen bei der Ernte. So, von dieser Seite ranfahren, dann weiß man nicht mehr, wo das Restaurant ist. Hä? Doch da, ich muss noch nicht jetzt, sondern ich muss glaube ich einen später abbiegen. Da ist das Restaurant, da müssen wir hinten rauf, genau. Haben wir schön den Schwung, schön nochmal rum hier. So, dann können wir hier verkaufen und dann gibt es Geld. Raus damit und her mit dem Geld. So simpel ist es. Kassen wieder füllen.
Ja, 26.200. Das ist doch super gelaufen, finde ich. Wow. Okay. Mich einmal kurz ablenken lassen und schon in die Wand geschmettert, so ungefähr hier. So, aber hier müssen wir lang und jetzt hier links rum. Ja, sind wir schon wieder auf dem richtigen Weg. Na, wie zackig fährst du hier rum? Bräuchte vielleicht ein bisschen von deiner Straße, um hier besser rumzukommen. So geht's. Okay, hier geht es ein bisschen bergan. Also wie gesagt, den Joshkin fahre ich da natürlich hin, weil wir einen zweiten Hänger haben. Ich habe ja auch den Grubber schon hochgebracht, weil wir für unten dann immer noch den 3 Meter Grubber haben, was ja vollkommen reicht. Wir haben hier unten auch ein Feld weniger zwischenzeitlich und oben den 4 Meter, wenn wir die anderen noch dazu kaufen sollten, macht das Sinn auf jeden Fall. Ja. Den 26, wir müssen auch eindeutig den, den Kollegen hier austauschen. Dafür fahren wir öfter mal zu viel Wege. Dass man hier mit 35 fahren kann. Ich glaube, der sollte sich gar nicht mehr bewegen und wir machen da den Hoftraktor raus. Das ist, glaube ich, die simpelste Methode. Wenn wir daraus einen Hoftraktor machen, heißt es eigentlich, wir würden für ihn ja auch nur Entschuldigung, wir würden für ihn ja auch nur irgendwie, weiß ich, 15, 17, 18.000 kriegen oder sowas. Dann können wir ihn noch als Hoftraktor für unten benutzen und kaufen uns noch einen dritten Traktor sozusagen. Das würde auch Sinn machen. Aber wir haben es gleich geschafft. Das sind unsere vielleicht zukünftigen Felder. Bei der 14 hier am Ende bin ich mir noch nicht sicher, aber die 15 und die 16, die sehen sehr gut und lukrativ aus. Vor allem wäre natürlich die 15 hier schön durch diese Ausbuchtung, dass man hier Verkaufsstellen für unsere Saatgutgeschichte und sowas hinstellen könnte. Ne? Bei den anderen ist der Streifen natürlich ein bisschen schmal. Und auf der anderen Seite vom Feld geht es so eine Böschung gleich runter. Obwohl die 16er Streifen hier, der ist so schmal auch nicht, das geht. So. Wenn wir den Hänger hier mal gleich hinstellen. So, oder? Dann wollen wir mal gucken. Er hat nichts mehr drin und er wäre noch so schön angefahren, hätte den Streifen hier zu Ende gefahren. Ärgerlich. Ärgerlich. Dann würde ich hoffen, dass wir überhaupt das hinkriegen. Obwohl er hat das zwei Bahnen hat er gefahren. Ne? Also einmal füllen, dann müsste das Ganze reichen. So, schnell hier oben um die Ecke. Wir müssen echt einen geländegängigen haben, auf jeden Fall. Und hier geht es auf jeden Fall nach unten. So. Ja, natürlich optimal für so eine Aufgabe wäre zum Beispiel so ein JCB, zum Beispiel von Fieldstar Modding getunten. So einer brettert hier ohne Ende durch, obwohl er hier natürlich auch schon ziemlich zackig, kräftig und relativ kompakt ist. Ne? Kompakt spielt hier natürlich auch noch ein bisschen mit die Rolle, damit man hier gut durch die breiten oder nicht so breiten Wege kommt wie immer. Ne? Aber wir brauchen jetzt erstmal eine Runde Kalk. Aber wie gesagt, unsere Kasse ist einigermaßen wieder gefüllt. Wir können auch mal noch gucken, was ein Sojaverkauf ist oder was da bringen würde, weil wir haben natürlich auch noch Soja an Bord. Ja, sorry für mein Hüsteln zwischendurch, das ist leider so. So. Hier füllen wir auf. In der Zeit, wo wir das machen, gucken wir nochmal nach dem Sojapreis.
Aber wir haben jetzt 2600 und das ist es. Wir wissen, dass es 3000 gibt. Also wir haben hier noch eine gute Geldreserve von nochmal ungefähr 40.000 drin. Das sind also eindeutig Anschaffungen machbar. Ne? Also das ist nicht, dass es nicht geht. Was die Streudüngergeschichte angeht, da können wir auch mal gucken bei Düngetechnik. Okay, wenn wir den als Streudünger nach oben bringen und machen den einmal voll, dann können wir damit auch Ewigkeiten dementsprechend arbeiten, wenn wir die 6.400 nehmen, dann wird er 25.000 kosten. Das ist im Prinzip was, was wir jetzt schon verdient hätten. Ne? Das wäre soweit schon ganz okay. So, dann fahren wir hier mal eine Runde wieder hoch. Dann können wir den Spaß da kalken. So. Ja, aber wie das Leben so spielt. Wir sind gerade frisch auf dem Weg nach oben, denken nichts Schlimmes. Und dann müssen wir plötzlich schon über Schlimmes denken, weil, richtig, wir sind am Schlackern. Nein, natürlich nicht. Ich natürlich dann, dass wir bergab fahren mit dem Gewicht hinten drauf, obwohl wir ein Gegengewicht haben. Nee, die Folge für heute ist leider schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich super. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und sagte mal, bis morgen.